Hello, hello my friend. Looky, looky is for free. Wir sind heute auf der Caravan-Messe in Düsseldorf. Wir wollen halt herausfinden, welches Wohnmobil wir benutzen müssen, wenn wir nach Japan fahren wollen. Und schauen wir mal, was uns die Verkäufer so raten. Genau, und wir nehmen euch mit auf die Reise. Also, dranbleiben und zu gucken. Hallo Peter. Hallo. Ich stehe heute hier mit dem Peter auf dem VW-Stand und stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Peter und ich arbeite für Volkswagen Nutzfahrzeuge schon seit vielen Jahren im Bereich hauptsächlich Freizeitfahrzeugen. Prima, schön, vielen Dank. Wir möchten ganz gerne mit einem Wohnmobil nach Japan fahren. Welches Wohnmobil kannst du uns empfehlen? Ja, ich könnte euch da hier einen California, einen Ocean, vor dem wir hier stehen, empfehlen, weil das Auto wirklich toll dazu ist. Okay, warum? Was hat das für Vorzüge? Das Auto kann man mit Allrad haben, hat eine Alltagstauglichkeit. Das heißt, mit dem Fahrzeug kommt ihr überall durch und könnt ewig fahren. Das hört sich verdammt gut an. Was gibt es noch für Vorzüge? Vorzüge gibt es, dass man mit dem Auto schlafen kann, dass man mit dem Auto normal irgendwo am Strand sie fahren kann, mal schnell eine Runde schwimmen kann. Also sie können alles machen, was sie wollen. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Bitte. Okay. So, jetzt sind wir hier am Ford-Stand und ich habe auch einen Mitarbeiter direkt von Ford mir geangelt und stellen Sie sich bitte einmal kurz vor. Schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Wagner. Ich bin aus dem Nutzfahrzeugteam Ford Deutschland und ich bin zuständig für Aufbauhersteller und betreue hier auch die Reisemobilindustrie. Genau der richtige Mann. Okay, Frage. Wir möchten nach Japan fahren mit einem Wohnmobil. Welches Mobil können Sie uns empfehlen? Da haben wir uns gleich vor das richtige Auto gestellt. Ich würde Ihnen einen Pickup empfehlen, hier diesen Ford Ranger mit einer Aufsatzkabine, weil das ist ein Fahrzeug, da fahren Sie nicht nur durch dick und dünn, sondern Sie können auch noch durchs Wasser fahren. Mit diesem Auto kommen Sie garantiert an. Sehr gut, das hört sich schon mal verdammt gut an. Was sind die Hauptvorteile von diesem Fahrzeug? Dieses Fahrzeug hat eine Watttiefe, dass Sie also wirklich durch das Wasser fahren können und das Wasser nicht in den Innenraum gelangt. Sie haben einen Allradantrieb, den Sie zuschalten können. Das Fahrzeug ist extremst geländegängig. Dieses Fahrzeug hat darüber hinaus einen sehr starken Motor. Hier ist ein 200 PS Dieselmotor eingebaut. Dieses Fahrzeug ist unglaublich robust und leidensfähig. Das bringt Sie garantiert bis ans Ende der Welt. Das hört sich richtig, richtig gut an. Sie sagten gerade, man kann durchs Wasser fahren. Wie tief? Die Watttiefe des Fahrzeuges beträgt 700 mm. Und das ist das beste Ergebnis in dieser Klasse. Das heißt also, wenn Sie sich im Internet mal einige Werbefilme anschauen, sehen Sie zum Beispiel einen Conny Reimann, der auf der Ladefläche sitzt und angelt. Das kann er nur in einem Ranger machen. Sehr gut, sehr gut. Super. So, wir gucken uns das Mobil jetzt gleich mal an und ich bedanke mich für das Interview. Das freut mich. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Danke.
Genau, ich stehe jetzt hier mit einem Mitarbeiter von Karthago und stellen Sie sich einmal kurz vor. Mein Name ist Michael Merkel. Ich vertrete hier die Firma Spürkel, das ist Auto Spürkel in Bochum, für die Firma und den Hersteller Karthago Reisemobile. Wir stehen hier vor einem Reisemobil, das ist ein Schick C-Line, integriertes Fahrzeug, ein 4.9, ein sehr schöner Grundriss, der meistverkaufte Grundriss übrigens, für zwei, sowohl auch für vier Personen. Ja, was soll ich noch zu sagen? Also, unsere Hauptfrage ist eigentlich, wir möchten nach Japan fahren mit einem Wohnmobil. Ja. Welches können Sie empfehlen? Genau dieses Wohnmobil, wo wir vorstellen. Also das Wohnmobil ist sowohl für zwei Personen als auch für vier Personen tauglich. Sie müssen nicht jeden Tag auf dem Campingplatz oder zum Stellplatz. Sie sind völlig autark. Sie haben großes Frischwasservolumen, Abwasservolumen. Man sieht, Elektrik ist auch da, zwei große Batterien sind vorhanden. Also Sie können sich ruhig mal zwei, drei Tage irgendwo zwischendurch am Strand stellen und sich Zeit nehmen zum Entspannen für die große Reise nach Japan. Während der Reise. Während der Reise. Während der Reise. Die Reise beginnt, wenn Sie die Tür schließen, nicht genau. wenn Sie in Japan ankommen. Ja. Die Reise beginnt dorthin. Okay. Was sind die Hauptvorteile von diesem Reisemobil? Also das Reisemobil ist sehr hochwertig. Die Isolierung ist sehr gut. Sie haben einen doppelten Boden. Der ist durchgängig. Sie haben da keine Stufen von innen. Also irgendwelche Hindernisse, dass man da stolpern kann oder wie auch immer. Sie haben ein schönes Klima, Sie haben ein Raumbad, das heißt, Sie können auch duschen da drin. Sie haben große Betten, Sie haben eine sehr große Rundsitzgruppe, wo man abends oder bei schlechtem Wetter entspannen kann und Fernsehen schauen kann oder Spiele machen kann. Also nur Vorteile. Okay, eine sehr große Heckgarage, eine sehr große Heckgarage, wo Sie noch Sachen unterbringen können, ja, sei es jetzt Wassersport, Wassersportgeräte oder Fahrräder oder ein Motorroller. Okay. Ja? Prima, vielen Dank. Wir schauen uns das Mobil jetzt mal an. Ich danke auch. Ich bin heute hier mit einem Mitarbeiter von Fantora. Magst du dich gerade mal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Nick Schubin. Bin hier auf dem Ventura-Stand für die Beratung zuständig. Also wenn ihr Fragen habt, wendet euch an mich. Das machen wir hiermit, ja klar. Okay, also wir haben vor, mit einem Wohnmobil und Reisemobil, wie auch immer, nach Japan zu fahren. Welches kannst du empfehlen? Den, in dem wir hier drin sitzen, ist ein Ventura 600. Hat halt ein Raumbad, wie ihr sehen. Wenn man gerade rüber schwenken, dann seht ihr das Raumbad. Magst du gerade den Leuten mal erklären, was ein Raumbad ist und was ein Festbad ist? Ja klar, ein Festbad hat eine normale Tür, wie man es halt kennt aus einem ganz normalen Badezimmer oder aus einer normalen Toilette. Raumbad hat wirklich diese Raumtrennung, also im Kreis. Ich kann es mal gerade zeigen, was der Unterschied ist. Ich würde auch einfach den hier empfehlen, ein Raumbad, wenn man zu zweit unterwegs ist oder wenn man lang fährt. Man hat halt einfach diese riesen Duschfläche hier. Und das zweite ist, man kann es halt auch wirklich als Raumtrennung nutzen. Ne? Du kannst hier zumachen, einer sitzt hinten oder schläft noch hinten. Und vorne kann man sich in Ruhe dann hinsetzen, Buch lesen oder Fernsehen gucken. Also ich persönlich empfehle wirklich, dieses Raumbad anstatt das Festbad zu nutzen. Ist auf jeden Fall eine super Lösung, hört sich gut an. So, was sind noch die Vorteile für so eine Reise nach Japan? Ja, also ihr habt da hinten natürlich halt ein Bett, ein schönes Bett, ist 1,40 Meter mal
1,94. Für zwei Personen halt ideal. Wenn mich ganz doll lieb hat, passt man auch ganz locker da drauf. Kann man es separieren, wenn es nicht so ist? Das repariert es auf jeden Fall. Diese Tage. Genau. Ja, wenn man halt die schlechten Tage hat hier vorne, hat man die Möglichkeit, dann einen dritten Schlafplatz aufzubauen. Der Tisch geht halt runter, Sitze werden nach hinten gefahren und hier kommt nochmal eine extra Fläche drauf, Polsterung, da habt ihr ein drittes Bett. Super, perfekt, das hört sich gut an. Okay, gut. Vielen Dank dafür. Gerne. Jetzt sind wir hier am Raimo-Stand und ich habe jetzt eine Dame von Raimo dabei. Stellst du dich gerade mal kurz vor? Ja, mein Name ist Lisa Holona. Ich arbeite in der Firma Raimo und betreue dort sowohl die Endkunden als auch die Firmenkunden. Prima, vielen Dank. So, wir sind eigentlich hier auch auf der Messe, um nachzufragen, welches Reisemobil würden Sie uns empfehlen, wenn wir nach Japan fahren möchten, also von hier aus nach Japan? So eine Reise nach Japan ist ja ziemlich, ziemlich weit und ziemlich, ziemlich lang. Und die Straßenverhältnisse sind ja auch ein bisschen anders in den Ländern, die Sie durchfahren müssen. Daher würde ich Ihnen unseren Sprinterausbau empfehlen. Zum einen haben Sie ein Allradfahrgestell, das natürlich mehr Bodenfreiheit bietet und bessere Verhältnisse bietet als ein Frontantrieb oder ein Heckantrieb. Und zum anderen sind Sie auf 6 Meter Länge nicht begrenzt, da das Bett hinten aus dem Heck ausfährt und Sie eine wahnsinnig große Schlaffläche haben und trotzdem kompakt auf 6 Metern Länge bleiben. Das hört sich sehr interessant an. Das gucken wir uns doch direkt mal an. Gehen wir mal nach hinten? Gerne. Wie nennt sich diese Technik jetzt? Das ist das European Slide-Out System. Die Firma Raimo ist die erste Vertretung in Europa dafür. Die Monteure von uns werden extra geschult für dieses System. Und wir haben hier den ersten Ausbau als Prototyp, der einfach die Kompaktheit des kleinen Kastenwagens mit der Bequemlichkeit eines großen Reisemobiles vereint. Prima. Gibt es noch weitere Vorteile, dass man mit diesem Reisemobil nach Japan fahren sollte? Oder? Natürlich. Zum einen ist der Ausbau sehr flexibel. Sie können Elemente weglassen oder hinzufügen. Zum anderen baut die Firma Raimo seit über 35 Jahren individuelle Kastenwagen und fertige. Das heißt, Sie können sich selber entscheiden, welches Zubehör Sie möchten, kriegen alle Teile aus einer Hand montiert und haben ein qualitativ hochwertiges Auto, das Sie auch bei, ich sag mal, etwas strengeren Wetterverhältnissen nicht im Stich lässt. Super, das hört sich verdammt gut an. Okay, danke schön. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Leider war von Hümer keiner mehr vom Marketing da, also kann leider kein Interview durchgeführt werden. Macht aber nichts, denn ich habe schon ein Modell gefunden. Finde ich voll gut. Sieht zumindest sehr Japan-fahrtauglich aus, also bis dahin zumindest. Genau, die Reifen schon alleine, sieht auch nach Allrad aus. 4x4, ja klar, Allrad. So, und den gucken wir uns jetzt mal an. Schauen wir mal, gehen wir mal rein.
unser Fazit. Also super Messe, es gibt mega, mega, mega viel Auswahl. Irgendwie waren die Wagen alle cool, man muss ja natürlich selber eine eigene Meinung bilden. Aber unser Highlight war ein Ford mit so einem Aufbau, weil die Ford-Teile und Wortspiel, die Ford-Teile, Wortspiel, Entschuldigung, durch diesen Aufbau, den kann man halt überall stehen lassen und man ist trotzdem noch mobil. Man muss nicht mit dem kompletten Wohnmobil irgendwo hinfahren. Weil es ein Pickup ist. Weil es ein Pickup ist, genau. Ja. Also so quasi, also das Prinzip ist das jetzt war jetzt von Ford. Unser persönliches Highlight. Es gibt natürlich aber wirklich jede Menge richtig geile Mobile, wo du ganz viele individuelle Sachen auch mitmachen kannst, die du umbauen kannst, die du oder schon so umgebaut sind, auch wie du es haben möchtest. Richtig, richtig gut. Aber unser persönliches Highlight ist, glaube ich, der Ford. Ja, es ist eine Kombination aus, du hast echt Raum, es ist gut ausgebaut, du kannst das Ding aber trotzdem abstellen und mit diesem Pickup abhauen und wegfahren und mal irgendwo hinfahren. Ja. Genau, der war auch noch höher gelegt, man kann durch der war wetterfest, 70 cm hohes Wasser fahren. 70 cm hohes Wasser, der hatte eine Ansauganlage für den Motor, der ist, was über dem Dach war. Es muss kein Ford sein, aber in die Richtung sollte es vielleicht gehen. Genau, diesen Pickup. Platz 2 würde ich sagen, war ein Umbau von, wie hieß das? Raimo. Genau. Der innen erstmal, also es war ein Kastenwagen. Unter 6 Meter, das hat die Dame ja erwähnt. Das war ja, das ist wichtig wegen Fähren und so weiter und wegen Autobahngebühren. Aber den kann man dann ausziehen. Also das heißt, man macht hinten die Klappe auf und zieht das Bett nach außen. Also mit inklusive Wänden. Ne? Und du hast dann halt quasi, wenn du dich irgendwo hinstellst, einen viel größeren Raum innen, als wie es eigentlich aussieht. Und auch der war höher gelegt, auch der hatte Allwetter, Vierrad, hatte, man kann durch Wasser fahren, hatte eine Ansaugung von oben und so weiter. Also ich glaube, die Kombination aus Komfort, vielleicht nicht zu viel, Platz, aber auch eben dieser Freiheit, dass man trotzdem mal irgendwo hinfahren kann, das macht es eigentlich aus. Und in diese Richtung werden wir uns wohl weiter umsehen. Und eine ganz wichtige Information, halt nicht länger als 6 Meter, weil bei Fähre und auf Brücken zahlst du wohl mehr, also alles, was über 6 Meter geht. Und jetzt habe ich schon alles auseinandergerupft hier. wir haben es gleich wieder. Und bis 3,5 Tonnen, weil bis 3,5 Tonnen rettet auch der ADAC weltweit. Uns auch. Hm? Vielleicht. Genau, vielleicht. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Tag und schaut euch um. Vergleicht viel und besucht mal eine Caravan-Messe. Ist schon ganz interessant. Also man läuft sehr, sehr viel, aber man trifft auch viele nette Menschen. Genau. In diesem Sinne. Dankeschön. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.